Es ist eine Stärkung der SPD, weil sich Sigmar Gabriel halt hier in den Gesprächen durchgesetzt hat. Insbesondere Sigmar Gabriel kann gestärkt aus dieser Nominierung hervorgehen. Steinmeier wird der neue Bundespräsident. Warum ist die Union eingeknickt? Ich denke, der Hauptgrund liegt dafür, dass die CDU keinen eigenen Kandidaten gefunden hatte, der bereit wäre anzutreten und dass deswegen Frau Merkel am Ende, weil es eben keinen besseren als Frank-Walter Steinmeier in ihrer Partei gab, die Einsicht hatte, dass es am besten wäre, mit Frank-Walter Steinmeier dann in die Bundesversammlung zu gehen. In der Union werden nun Forderungen laut, den Außenministerposten zu besetzen. Wie realistisch ist diese Forderung? Die ist sehr unrealistisch, weil im Koalitionsvertrag eindeutig festgehalten ist, dass das Außenministerium der SPD zugeschrieben wird. Das heißt, es steht ihr zu und die SPD kann, wenn denn Steinmeier gewählt wird, über einen Nachfolger bestimmen und kann diesen auch entsprechend benennen. 2009 war Steinmeier noch erbitterter Konkurrent Angela Merkels in der Kanzlerkandidatur. Was bedeutet das jetzt für Angela Merkel, ihn als Bundespräsidenten aufzustellen? Na, ich denke schon, dass sie in den letzten Jahren sich angenähert haben. Sie mögen zwar jetzt keine wirklichen politischen Freunde geworden sein, aber sie haben halt gemerkt, dass sie doch in vielen Dingen, in vielen Positionen, in vielen politischen Angelegenheiten ähnlich denken, ähnliche Positionen haben und von daher keine Rivalität mehr zwischen beiden vorherrscht. Und das hat auch Angela Merkel letztendlich mit dazu bewogen, zu sagen, dass Frank-Walter Steinmeier auch aus ihrer Sicht ein guter Bundespräsident werden könnte. In den letzten Jahren hat Angela Merkel zunehmend eine liberale Politik verfolgt. Was bedeutet jetzt die Aufstellung Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten für den rechten Flügel der Union? Ist das ein Verrat? Ich würde sagen, der rechte Flügel der Union ist ohnehin schon kaum noch präsent. Angela Merkel hat es geschafft, in den letzten Jahren ihrer Amtszeit als Parteivorsitzende diesen rechten Flügel an den Rand zu drücken. Der spielt in den innerparteilichen Diskussionen nur eine Nebenrolle. Er ist in Talkshows noch mehr präsent als in den innerparteilichen Willensbildungsprozessen. Und das zeigt sich erneut, dass hier eben Angela Merkel auf diesen Parteiflügel wenig Rücksicht nimmt. Und der wird auch, solange sie Parteivorsitzende ist, aller Voraussicht nach nicht in eine nennenswerte Führungsposition kommen können. Frank-Walter Steinmeier gilt ja als einer der populärsten SPD-Politiker und auch als ein sehr starker. Seine Biografie weist dennoch dunkle Schatten auf. Und so war er als Kanzleramtschef dafür verantwortlich, dass der Deutsch-Türke Murat Kurnaz 4 Jahre unschuldig im US-Gefangenenlager Guantanamo saß. Kurnaz hat jetzt wiederum Steinmeier dazu aufgefordert, sich offiziell zu entschuldigen. Sollte Steinmeier darauf jetzt schnell reagieren? Ja, es ist natürlich erstmal eine Angelegenheit, die Frank-Walter Steinmeier mit sich selbst klären muss, inwieweit er sich hier verantwortlich sieht und inwieweit er das als einen politischen Fehler ansieht, den es gilt, öffentlich zu korrigieren. Das muss erstmal, wäre erstmal die Voraussetzung. Es wäre aber natürlich klar für Frank-Walter Steinmeier geboten, sich hier öffentlich zu äußern. Mehr allerdings würde ich im Moment von ihm nicht verlangen. Die Linke wehrt sich ja vehement gegen einen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Sie sieht ihn als den Architekten der Agenda 2010. Welche Rolle spielt denn die Agenda für Steinmeiers Kandidatur? Und ich denke, dass die Agenda-Politik als zu ihrer Zeit im Zusammenwirken mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, also Steinmeier im Zusammenwirken mit Schröder, eine Antwort war, bestimmte soziale und ökonomische Probleme zu lösen. Sie war aber geboren eben vor 10, 15 Jahren. Und ich denke nicht, dass diese Agenda-Politik jetzt noch im Vordergrund stehen wird und auch nicht im Denken und im Handeln Frank-Walter Steinmeiers als Bundespräsident eine große Rolle spielen wird. Der SPD geht ein starker und beliebter Politiker an das Bundespräsidentenamt verloren. Ist diese Wahl jetzt eine Stärkung oder eine Schwächung der SPD? Es ist eine Stärkung der SPD, weil sich Sigmar Gabriel halt hier in den Gesprächen durchgesetzt hat. Insbesondere Sigmar Gabriel kann gestärkt aus dieser Nominierung hervorgehen. Und man muss auch sagen, dass die SPD hier mal wieder in einer zentralen Position innerhalb der Regierung in die Vorhand gekommen ist. Nur haben all diese Erfolge der SPD bisher auf der Wählerebene wenig gefruchtet. Das heißt, in Umfragen oder bei Wahlen hat das der SPD bisher wenig genützt. Aber man kann sagen, dass hier wieder ein Regierungserfolg für die SPD vorliegt. Ja, Sie sprachen es gerade schon an, die Stärkung Sigmar Gabriels. Was glauben Sie, könnte die weitere Strategie
Gabriels nun sein? Könnte er eventuell sogar um seine Popularität für eine Kanzleramtskandidatur noch weiter erhöhen, indem er jetzt selbst Außenminister wird? Ich halte das für wenig wahrscheinlich, weil Gabriel halt jetzt so kurz vor den Wahlen noch in ein neues Amt zu gehen, ihm zu viel abverlangen würde. Insofern, dass seine Energie und Konzentration dann auf dieses Amt stärker gerichtet werden würde. Und daher würde es jetzt so noch nicht mal ein Jahr vor der Wahl dann doch stark ablenken, den Parteivorsitzenden von der bevorstehenden Bundestagswahl, auf die er sich als Parteivorsitzender auf jeden Fall schon mal stark konzentrieren muss, selbst wenn er nicht als Kanzlerkandidat antritt. Und er ist bisher auch in außenpolitischen Fragen nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Er hat zwar jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch im Bereich der Handelspolitik einiges bewegen und bewirken können, aber dennoch ist die Außenpolitik nicht sein genuines Feld und es wäre ein großes Wagnis für ihn, aus diesen beiden Gründen jetzt ins Außenamt einzuziehen.